Eine Kindheit am Rhein ist voller Sehnsucht und Abenteuer. Wir hatten hier eine Freiheit in der Kindheit zum Beispiel, die vielleicht andere in den Städten gar nicht haben. Am Rhein wird viel geträumt. Da ist Geheimnis hinter. Rhein war immer Geheimnis für mich. Im Rhein ist vieles drin. Anfang der 70er Jahre hattest du keine Lust, wirklich mit nackten Füßen in den Rhein zu gehen. Der hat gestunken. Der Rhein weckt große Gefühle. Ohne den Rhein kann ich eigentlich gar nicht leben. Köln, Anfang der 50er Jahre. Es ist Sommer, es ist heiß. Für Kinder das Größte, ein Familienausflug an den Rhein. Mein Vater, der war so 10, 12 Tage, war der Tag und Nacht von uns zu Hause weg. Und dann hatte der 3 oder 4 Tage frei. Und wenn er ausgeschlafen hatte und wenn die Mama zu ihrem Recht gekommen war, dann kümmerte sie sich um uns Kinder. Und das war auch so einer, der immer raus musste, immer an den Rhein. Für Hermann Brings und seine Söhne Dieter und Rolli ist das Flussufer ein Paradies. Da haben wir dann das Zelt aufgebaut und der Hermann hat dann sofort oben auf der Stange, die vorne am First reinkommt, das Körn-Fähnchen dran gehisst. Dann wurden mitgenommen, ich glaube Kühlboxen gab es da, aber es gab Thermosflaschen schon. Ja? Und da konnte man genauso gut kalt wie warm drin machen und die Mama, eine Frau durchaus mit Rubens Ausmaßen, war dann eher so an einem Fleck auf einer Decke und dann picknickte die und wir flitzen da nur rum und balken, spielten Cowboy, Indianer und was weiß ich alles. Wer als Kind seine Zeit am Rhein verbracht hat, wird das nie vergessen. Und er wird es weitergeben, so wie Rolli Brings. Er zieht seit den 60er Jahren mit Söhnen und Tochter hinunter zum Fluss, genauso wie sein Vater. Noch heute gibt es diese Familienstelle am Rheinufer. Stefan und Peter Brings, zwei kölsche Rockidole. Auch ihre Kindheit am Rhein war ein großes Sommerabenteuer. Am Wochenende, wenn der Vater dann Zeit hatte, dann sind wir dann rausgefahren. Ja, im Moment ist die Sonne böse. Der hat mit uns gespielt, aber der hat richtig mit uns gespielt. Der hat nicht daneben gestanden und geguckt, wie wir gespielt haben, wenn wir da mit Steinen gepfeffert haben oder Feuer durch die Gegend getreten haben. Der war dabei. Geld ist zunächst nicht viel vorhanden bei Rolli Brings und seiner jungen Familie. Und trotzdem kann er seinen Kindern am Rhein eine ganze Menge bieten. Als Kind, soweit ich mich da zurück erinnern kann, das ist ja immer schwierig, braucht man nicht viel. Das passiert ja in deinem Kopf. Da hast du das Wasser und da das Gebüsch. Und wir hatten immer Lagerfeuerchen und so. Du wusstest, der Alte liegt auf der Decke. Du bist beschützt, wenn irgendwas passiert und konntest da spielen. War eine schöne Zeit. Rolli Brings erste Erinnerungen an den Rhein gehen 6 Jahrzehnte zurück. In die Zeit direkt nach dem Krieg. Köln war damals eine Stadt, irgendwie geisterhaft. Die Straßen waren so gerade aufgeräumt. Und dann ging es runter dann zum Rhein. Und da lag dann so wie ein Ungeheuer, lagen da die Trümmer, die Brücke war ja richtig zusammengestürzt. Wie alle Kölner Brücken war die Hohenzollernbrücke im Rhein versunken. 60 Jahre später steht Rolli Brings dort, wo die Engländer 1946 eine Behelfsbrücke gebaut hatten. Da gab es dann so eine Art Pontonbrücke. Da waren auch Soldaten, da rollten Militärlastwagen, da rollten Panzerbrücke und so weiter. Das ängstigte mich und da wollte ich nichts mit zu tun haben. Und dann drängte ich dann, mein Bruder übrigens auch, den Papa immer ab und zwar nach links. Warum? Weil der Rhein da hinten bei St. Kunibert macht den Bogen und dann wird der Himmel so weit. Und dann fühlte ich mich frei und ich vermutete immer, weil der Rhein ja in diese Richtung floss, dass irgendwie hinter der nächsten Rheinbiegung die weite Welt wahrscheinlich das Meer wäre. Ja? Musik.
Stromabwärts in Monheim wohnt ein Mädchen ein paar hundert Meter vom Rheinufer entfernt. Der Ausflug zum Fluss ist für die kleine Ulla Hahn ein großes Vergnügen. Wir müssen so 3, 4 gewesen sein, wenn wir mit dem Großvater losgezogen sind. Ist ja doch ein ganz schönes Stück von unserem kleinen Häuschen bis an den Rhein. Und natürlich alles zu Fuß. Eine Kindheit in einem rheinischen Dorf. Monheim ist eine Welt für sich, katholisch und ein bisschen eng. Der Großvater zeigt der kleinen Ulla eine andere Welt. Er geht mit ihr hinunter zum Fluss. Zunächst wurden dann die Hasenbrote gemacht. Das waren einfach irgendwelche Brote mit Käse oder mit Leberwurst, eingewickelt in Zellophanpapier. Das war ganz wichtig, damit es frisch blieb. Naja, und dann ging es an den Rhein ans Wasser. Dann hatte man eine Decke. Es gab eine bestimmte Weide, die Großvaterweide. Da ging es hin. Und da wurde die Decke ausgebreitet, irgendwann die Brote ausgepackt. Der Großvater begann zu erzählen, irgendwie schliefen wir ein. Es passierte eigentlich ganz wenig, aber das ganz Wenige war eben etwas, was immer wieder die Fantasie anregte. Während die kleine Ulla am Monheimer Rheinufer eine äußerlich heile Welt erlebt, sind die Städte am Fluss Trümmerwüsten. Kinder spielen zwischen Schutthalden und Notunterkünften. Es gibt zu wenig zu essen. Die Versorgungslage ist schlecht. Denn die Brücken, lebenswichtig für das Leben links und rechts vom Fluss, sind zerstört. Sie müssen dringend repariert werden. Nach dem Krieg liegt der Dampfschlepper Simson mit seiner Besatzung in Düsseldorf. Er gehört dem Vater von Nikolaus Schmitz, der mit seiner Familie auf dem Schiff lebt und arbeitet. Wir hatten keine fremden Leute. Der Vater war Kapitän. Mein Onkel, der fuhr als Maschinist. Mein Bruder, jüngerer Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich. Und ja, auch meine Mutter, nicht? Die konnte das auch. Die konnte auch da die Handreichungen machen, wenn da was an Deck zu tun war. Ne? Wir waren ja per 1. November 1945 von den britischen Pionieren zum Wiederaufbau der Eisenbahnbrücke abkommandiert. Das unterstand ja alles den englischen Pionieren. Die eine Brücke lag ja so lag sie schräg drin. Und mein Vater, der ist in Moins raufgegangen ins Baubüro, das war da oben. Nicht? Und dann hörte er, was an dem Tag gemacht werden musste und wo wir zu gebraucht wurden. Nikolaus Schmitz erinnert sich gut, wie die Simson die Arbeitsboote, Kräne und Plattformen an der Brücke hin und her bugsieren muss. Taucher beseitigen die Trümmer unter Wasser. Die Arbeiten sind schwierig und dauern 3 Jahre lang. Wenn die Simson nachmittags um 5 Feierabend macht und am Rheinufer in Düsseldorf-Hamm anlegt, dann beginnt für den 16-jährigen Nikolaus die schönste Zeit des Tages. Die ganzen Jungs aus Hamm, überhaupt die Hammer Bevölkerung, hatte ja mit der Rheinschifffahrt nichts zu tun. Das ging ja alles nur dran vorbei. Und was das für Leute waren, die da auf diesen Schiffen wohnten und arbeiteten, hat Juck keine Ahnung. Nun kam denn langsam der Kontakt. Und das waren immerhin, ich möchte sagen, so ein halbes Dutzend Jungs, ne, die also in unserem Alter waren. Die haben erst mal, wie man so sagt, gespinst geguckt. Nach und nach schließen die Kinder Freundschaft. Das Schiff, wenn wir Feierabend hatten und im Sommer, dann von da aus wird geschwommen. Die kamen sich bei uns umziehen und all so was mehr. Nicht? Und wieder raus und wieder rein. Nicht wahr? Das war was Herrliches. Ne? In Bonn ist die Uferpromenade die Flaniermeile für das bürgerliche Städtchen. Hier zeigt sich der Fluss von seiner Schokoladenseite. Und auch die Kinder, die brav an der Hand der Eltern gehen, wollen einen guten Eindruck machen.
So auch die kleine Dorothea. Sonntags machte man sich damals nach Fein. Und dann ging man am Rhein spazieren, mit den Eltern, mit den Großeltern. Und anschließend ging man in den Bergischen Hof in Bonn, den es heute leider nicht mehr gibt, und aß da gepflegt. Bald kommt auch die ganz große Welt nach Bonn. So hat es Dorothea Vogtländer in ihrer Kindheit am Rhein erlebt. Und auf einmal hieß es dann ja, Bonn wird vorläufige Bundeshauptstadt und nicht Frankfurt. Da fanden wir das natürlich toll. Und jedem, der es hören wollte oder nicht, erzählten wir, wir kommen aus der Bundeshauptstadt Bonn. Und wir fanden das ganz edel. Der Bundeskanzler, bekannt aus Zeitung und Wochenschau, ist Anfang der 50er Jahre noch ohne großes Gefolge unterwegs. Ich bin also ans Rheinufer sehr häufig gegangen und habe dort gelesen, weil ich da meine Ruhe hatte, denn zu Hause mit all den Kindern, das war mir einfach zu laut, da konnte ich mich nicht konzentrieren. Und eines Tages kam dann ein großer, schlanker Mann und da dachte ich, ah, das ist ja Adenauer. Da bin ich aufgestanden, zu ihm hingegangen, habe ihm die Hand hingehalten, ein Knickschen gemacht. Heute wissen die Mädchen gar nicht mehr, was es bedeutet, ein Knicks machen. Und habe gesagt, guten Tag, Herr Adenauer. Dann hat er sich unterhalten, dass er jetzt seinen Mittagsspaziergang macht. Und ja, sagte ich, das ist ja auch anstrengend, so zu regieren. Und dann schmunzelte er noch, als ich ihm sagte, mein Vater findet Sie übrigens ganz toll. Ja, warum das denn, sagte er. Ja, sagte ich, dass Sie mit 73 Jahren, und für mich war das ja ewig alt, von der Kindersicht her, noch Bundeskanzler geworden sind. Da gehen ja andere in die Rente. Im Schatten der Kölner Rheinbrücken haben Rolli Brinks und sein Bruder ganz andere Erlebnisse. Sie suchen hier das Abenteuer. Einmal war der Rhein in den Erzählungen von meinem Vater. Da wurde der, wenn der Karl May uns vorgelesen hat oder irgendwas erzählt, dann war da plötzlich der Mississippi. Manchmal war es auch die Wolga oder der Don. Ja, das war ja alles, war ja Kulisse. Rhein ist Kulisse. Ne? Da ist ja was Schöneres gibt's ja gar nicht. Ist ja eine ganz besonders kleine Welt am Rhein. Heute weiß ich, dass das genau die Zeit war, wo jeder ungefiltert seinen ganzen Scheiß in den Rhein gelassen hat. Aber das hat damals niemand interessiert, ne? Der Rhein weckt in Rolli Brinks die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Später wird er einmal zur See fahren. Braungrüne Fluten, sanfte Wellen, gemächlich fließende Strömung. Für Generationen von Kindern ist das Rheinufer ein Badeparadies. Aber der Fluss ist tückisch. Und eine Stelle, die sehr seicht war, wo man gerade also gut stehen konnte. Und ja, da habe ich meine ersten Schwimmzüge gemacht. Werner Monschau wächst in Königswinter auf. Sein Vater arbeitet bei der Drachenfelsbahn. Werner ist kein Abenteurer, doch schwimmen lernen will er unbedingt. Und zwar war das an einer Stelle, wo dann auch noch so ein Kanal in den Rhein mündete. Ja. Und damals gab es ja noch keine Kläranlagen. Da kamen also auch schwammen Dinge drin herum, die also nicht gerade sehr hygienisch waren und ästhetisch anzusehen. Ja. Aber wer lässt sich davon schon stören an einem heißen Sommertag? Andere Jugendliche riskieren beim Schwimmen noch ein bisschen mehr. Und wir sind natürlich dann auch weitergegangen, dass wir an Schleppkähne angeschwommen sind. Wir konnten zwar immer nur den letzten eines Schleppzuges nehmen, weil die anderen, da hatten die ja ihre Schleppseile hängen, das wäre gefährlicher geworden, aber das letzte konnten wir dann ran. Das brauchte man sich ja nur am Gangbord festzuhalten. Und das war ja ein beladenes Schiff, was also tief lag. Und die Schwupps, das war man von alleine drin. Und dann sind wir gefahren bis unterhalb der Südbrücke.
Nicht? Sind wir mit denen gefahren und dann die ganze Mannschaft plutsch wieder rein und zurückgeschwommen. Nicht? Wir haben es damals dann fertiggebracht, zu schwimmen, uns in den Schatten der Kähne, die dann meistens sehr schimpften, die Bootsleute. Ne? Weil uns war klar, wir dürfen nicht hinten reinkommen. Ne? Aber wir haben es gemacht, das waren einfach Mutproben. Und weil das natürlich von zu Hause nicht gern gesehen war, hatten wir ein Problem. Zu der Zeit stank der Rhein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und du konntest machen, was du wolltest, wenn du nach Hause kamst, dann roch im Nu das ganze Zimmer nach Rhein. Dann brauchten wir ja nichts mehr zu leugnen, dann wussten die, sie waren schon mit dem Rhein, die Jungs. Auch Dorothea badet gern im Rhein. Und eines Tages kamen wir in die Schule und die Frau Körner war sehr ernst und sagte, setzt euch bitte, ich muss euch etwas sehr Trauriges erzählen. Die Solveig, ich werde das nie vergessen, die Solveig ist gestern, das war also an einem Montag gewesen, als ich es erzählte, am Sonntag, ist sie gegenüber in Oberkassel im Rhein ertrunken. Wir konnten das gar nicht fassen. Wir konnten auch gar nicht erfassen, dass jemand aus unserer Klasse tot sein sollte. Wir wussten auch gar nicht, was das richtig bedeutete. Und dann ist auch die ganze Klasse bei der Beerdigung gewesen. Und die Mutter hatte nur dieses eine Kind noch. Und die war extra in Oberkassel gewesen, wo das Wasser eigentlich sehr flach ist. Naja. Und dann hat meine Mutter gesagt, also es geht mir keiner mehr in den Rhein, auch nicht in dieses Schwimmbad. Ich bin immer dabei. Und jetzt lernt ihr alle schwimmen. Lebensrettung am Rhein. Manchmal wird sie zur Fließbandarbeit. So, ich habe eben schon erzählt, dass Sie bisher 8 Menschen aus dem Rhein geborgen haben, vor dem Tode des Ertrinkens gerettet haben. Ja? Und darüber müssen Sie uns etwas erzählen. Was waren das für Menschen? Ja, das waren teilweise Kinder, Frauen. Und letzte waren Mann, vorletzte. Mhm. Und diese Woche zwei kleine Jungs. Es ist sehr gefährlich, vor allen Dingen hier die Krippen. Wenn man hier reinschwimmt, dann kommt man direkt ins Strudel. Mhm. Und einer, der das nicht kennt, der wird dann rundgedreht und bis nach unten gezogen. Ja, man sollte dann doch eigentlich das Baden verbieten. Das hier, ist ne? es ja. Ja. Da stehen ja überall Schilder, im ganzen Rhein, überall. Ja. Baden ist ja verboten. Aber Sie schwimmen ja selbst auch, Frau Schmitz. Ja, eben. Aber müssen Sie schon 100 Mann Polizei bringen, wenn Sie mir so Gas zu kriegen. Was machen Sie denn sonst noch, Frau Schmitz? Ich gehe im Haushalt putzen. Ja, keine Raumpflegerin, ne? Nein, Bodemasseuse nennt man das jetzt. Der Rhein gibt auch Arbeit. Heinz Hell ist auf dem Strom groß geworden. Großvater und Vater waren Schiffer, Heinz wurde es auch. Und noch heute ist er jeden Tag mit seiner Barkasse auf dem Niederrhein unterwegs. Er ist der Fährmann von Griet. Bei Kalkar setzt er Fußgänger und Radfahrer über oder bringt auch mal einem Motorschiff ein herrenloses Tau vorbei. Komm mal, zieh mal mit. Hier wird nichts verschwendet, auch keine Zeit. Das hat Heinz Hell schon als Kind gelernt. Wenn es hart auf hart ging und es war was, was sein musste, dann wurde alles andere liegen gelassen. Dann war das vorrangig, davon lebte die Familie. Das Örtchen Griet hat weniger als 1000 Einwohner. Aber es ist eine Stadt, sogar eine Hansestadt. Die Dorfstraßen, die Wiesen und der Rhein, das ist die Kinderwelt von Heinz Hell und seinen Freunden. Bei Wind und Wetter unterwegs auf den Deichen. Eine glückliche, aber auch harte Kindheit am Rhein. Die Barkasse Hein, das Boot des Vaters. Ein schwimmender Lebensmittelladen, der vorbeifahrende Schiffe rund um die Uhr mit Essbarem versorgt. Wenn die Schleppzüge und Motorschiffe im nahen Emmerich den Anker lichten, muss das Proviantboot bereit sein. Man wusste, morgens um 6 Uhr geht der erste Schleppzug von da los. Dann musste vorher schon alles aufgeklärt sein. Das Boot musste eingeräumt sein mit frischem Brötchen, Brot, Fleisch und Wurstwaren. Und dann kamen die Schiffe, dann ging das los. Bis das nachher den ganzen Tagesablauf, bis das nachher abends Feierabend war. Das heißt, die Schiffe vor Anker gingen und die letzten, die vor Anker gingen, die wurden auch noch bedient. Kinder sind auf den Kähnen, die oft wochenlang unterwegs sind, selten mit dabei. Nur in den Schulferien lernen sie den harten Alltag ihrer Schiffereltern kennen. Das Proviantboot der Hells aber fährt morgens los und legt abends wieder zu Hause an. Und so muss der kleine Heinz jeden Tag nach der Schule mit anpacken.
Da wurden Hausarbeiten gemacht und dann, wenn dann alles erledigt war, dann ging es dann eben halt irgendwo schauen, wo war der Vater. Es war ja keine Kommunikation in dem Sinne, man hatte kein Handy, kein Telefon etc. Und ja, dann bin ich das Rheinufer lang gelaufen, mitunter von Emmerich bis Rees, um ihn zu suchen. Und dann fuhr er kurz an Land dran, bin ich dann hochgeklettert und dann ging es weiter. Ne? Arbeit wird großgeschrieben im beschaulichen Griet. Da können die Rheinwiesen noch so locken, da kann die Sonne noch so heiß brennen. Auch für Jungs, die lieber spielen wollen, wird da keine Ausnahme gemacht. Wenn es hieß, du packst jetzt mit an, dann wurde mit angepackt. Ganz einfach. Und wenn es dann sonntags hieß, so Vater, heute möchte ich schwimmen, ist wunderschönes Wetter. Nee, mein Junge, heute fahren wir ins Baggerloch, schleifen, Boot lackieren. Dann war das so. Der Fluss zieht die Kinder magisch an. In Hittorf bei Leverkusen ist das den Erwachsenen nur recht. Die waren ja froh, dass die Kinder was zum Spielen hatten. Also es gab ja noch nicht so viele Spielplätze oder öffentliche Betreuung wie heute. Und alle waren froh, dass hier in einem relativ überschaubaren Raum die Kinder so eine Art Abenteuerspielplatz hatten, wie er abenteuerlicher kaum sein kann. Wilfried Schmickler ist heute Kabarettist. Aufgewachsen ist er hier am Rhein, zwischen Köln und Düsseldorf. Wir haben jetzt hier den Hafen, da wurde dann angeliefert für die Monheimer Pappenfabrik. Große Papierrollen. Der kleine Hittorfer Hafen. Für Kinder bietet er die tollsten Spielmöglichkeiten. Waggonweise stand hier Hühnermais. Und wir haben in dem Mais da rumgespielt, was natürlich streng verboten war. Aber es hat natürlich einen Riesenspaß gemacht. Dann kamen hier Flöße an, unten am Rhein noch. Hier war eine Säge, ein Sägewerk. Kamen große Flöße, wurden hier reingezogen und dann halt in diesem Sägewerk verarbeitet. Also hier war permanent was los, permanent. Man wusste immer, es gibt auch noch eine Welt außerhalb von Hittorf. Und wenn es zu Hause mal wieder eins auf den Arsch gab, es gab Ärger zu Hause, dann war der entspannende Moment, runter zum Rhein zu gehen, sich an irgendeine Stelle zu setzen, vielleicht noch ein bisschen was nachzuheulen, aber dann getröstet zu werden vom fließenden Rhein. Die Schleppzüge, die ständige Bewegung, auch das Geräusch der Wellen, das war ja nie irgendwie eine tote oder eine starre Sache, sondern immer im Fluss. Aus der kleinen Ulla wird später eine Schriftstellerin. In ihren Büchern finden sich immer wieder die Bilder vom Rhein. Und auch der Wind spielte ja eine wichtige Rolle. Der Pappelbaum ist ja wirklich, ich habe ihn mal in einem Gedicht genannt, Pappelbaum, rheinische Zeder. Es ist ja der Baum, der die Landschaft prägt, die Kopfweide und die Pappel. Und der Wind in den Pappeln, das war natürlich auch immer wieder etwas, was die Fantasie eingeregt hat. Der Großvater sagte dann zum Beispiel, guck mal, da wandere die Böhm. Da wandern die Bäume und immer wollte man mit. Man wollte immer wieder mit dem Strom, mit den Bäumen, mit dem Wind, mit den Wolken mitwandern. Eine große Reise machen, auf den Schiffen mitfahren. Davon träumen viele Kinder am Rhein zu einer Zeit, als Verreisen noch ein Luxus für die Reichen ist. Doch eine kleine Schiffstour ist immer drin. Hier in Hittorf ist ja die Fähre, Fritz Medelanis heißt die Fähre. Da war ich damals als Kind noch da bei der Einweihung dabei. Da sind wir mit allem anderen runtergezogen, die ganzen Klassen standen da. Es wurde gesungen und der Pastor hat gesegnet und alles und die Schützen waren da. Die Einweihung der Fähre ist Anfang der 60er Jahre das größte Ereignis in Hittorf. Vorne in der ersten Reihe steht der kleine Wilfried und sogar das Fernsehen ist dabei. Die schnellste Flussfähre Europas war.
damals. Da waren wir natürlich mächtig stolz. Hier in unserem kleinen Hiddorf ist die schnellste Flussfähre Europas. Die fuhr rüber nach Köln-Langel. Und Köln-Langel war schon sowas wie Ausland. Also die andere Rheinseite nach Langel und dann über Merkenich nach Köln mit der Bahn. Das war schon eine Weltreise. Aber die Hauptschiffstour war natürlich die, die jeder macht, zum Drachenfels. Es ist der Traditionsausflug im Rheinland. Die Fahrt ins Siebengebirge nach Königswinter. In den 50er und 60er Jahren sind jeden Sommer 2 Millionen Menschen mit der Weißen Flotte unterwegs. Warum weit verreisen, wenn man solche Highlights vor der Haustür hat? Da gab es dann einmal im Jahr die berühmte Rheinfahrt am Drachenfels im Siebengebirge. Ne? Und dann wurde ja schon tagelang vorher gesungen, einmal im Jahr, da werden Schiffstouren gemacht und so weiter. Ne? Das war also Gang und Gäbe. Einmal im Jahr, da werden Schiffstouren gemacht, denn so ein Fahrt hat keinen Bart. Einmal im Jahr will man dort Drachenfels sehen, wo kämen wir sind. Und so ein Familienausflug, glaube ich, hat man das Budget für ein halbes Jahr gefressen, aber es musste einfach sein. An Sommersonntagen erstickt Königswinter förmlich an den Touristenströmen. Man konnte einmal wieder über die Köpfe gehen, hieß das. Dann war auf der Drachenfeldstraße ein solcher Betrieb, dass man sie einfach durchwursteln musste, je nachdem, in welche Richtung man wollte. Ja, so breit aneinander gefächert gingen die Menschen da rauf und runter. Also es war ein wie man hier im Rheinland sagt, ein Geknubbele, das schon nicht mehr ganz angenehm war. Ja. Am Drachenfels angekommen, konnte man Fotos machen. Und zwar hatten die so ein Flugzeug, da steckte man seinen Kopf so rein. Und am Ende konnte man die Postkarte dann kaufen. Und das Flugzeug befand sich dann über den Wolken. Ich glaube, von diesem Foto habe ich bestimmt 5 oder 6 machen lassen in meinem Leben, sind aber alle verschollen. Schade. Also. Doch der Drachenfels hat noch viel mehr zu bieten. Man konnte auf den Drachenfels steigen zu Fuß. Das fand ich als Kind schon ziemlich steil und anstrengend. Und dann konnte man mit dem Eselchen raufreiten. Das war zwar auch sehr schön, aber irgendwie fand ich das auch anstrengend mit dem Esel. Und außerdem fand ich das, roch das nie so gut. Wir wollten doch immer auf den Eselchen reiten, versteht sich ja. Ne? Und die Schwester meiner Mutter, das war die Tante Maria, eine noch barockere Frau als meine Mutter, die war immer sehr besorgt um das Wohl der Tiere. Und einmal hat die es doch wirklich fertig gebracht. Da sind wir losgefahren. Dann hatte die eine Riesendose Nivea dabei. Dann haben wir dann gefragt, Tante Maria, was willst du denn damit? Ja, habt ihr nicht gesehen, die Esel, die haben doch hinten so einen Gurt. Und da ist der Popo von denen wund. Die will ich einschmieren. Und dann sind wir dann auf den Sattel gehievt worden. Ne? Das war so schön. Ne? Steil geht es den Pfad hinauf. Eine Riesenanstrengung für Kind und Tier. Doch oben, da wartet die große Belohnung. Der Gipfel mit der Burgruine und eine fantastische Aussicht. Wenn man dann auf dem Drachenfels war, der damals ja noch nicht so touristisch war, dann kletterst du da hoch und dann siehst du das Rheintal mit der Insel und so weiter und den Schiffen, die da rumfahren. Das ist eine ganz andere Perspektive und das hat sich bei mir eingegraben und das habe ich mit meinen Kindern gemacht. Ich mache heute noch gern. Und danach die große Sause. Die Erwachsenen erfreuen sich an Gesang und geistigen Getränken. Für die Kinder gibt es Kakao und Kuchen satt. Doch auch am Drachenfels geht der Sommer einmal zu Ende.
Im Jahr 1958 auf ganz besonders dramatische Art und Weise. Die Zahnradbahn hat gerade Jubiläum gefeiert. Werner Monschau arbeitet nach dem Abitur als Hilfsschaffner auf den Zügen. Ein letztes Sonnenwochenende lockt noch einmal Tausende von Fahrgästen nach Königswinter am Rhein. Es war der 14. September 1958. Und zwar sollte der Zug, auf dem ich als Schaffner fuhr, sollte dann um 17:45, also 18.15 Uhr, Schluss haben. Und der Lokführer war auch eigentlich nicht mehr gewillt, noch mal zu fahren. Aber es war ein schöner Tag, es war ein sonniger Tag, es waren noch viele Menschen auf dem Berg. Und mit den restlichen Zügen war das kaum zu schaffen. Man hat ihm dann also hat ihn gebeten, die Fahrt noch zu machen. An diesem Nachmittag fährt auch Dorothea Vogtländer mit ihrer Familie hinüber nach Königswinter. Auch sie wollen noch hoch auf den Drachenfels. Da sind wir die Straße hochgegangen, da ist eine Schranke. Und die Schranke war runter, war zu. Wir mussten aber, um zur Bahnstation zu kommen, über die Schranke. Das heißt, warten, warten, warten. Während unten im Ort die Schranke der Bundesbahn 20 Minuten geschlossen bleibt, wird auf der Bergstation die Drachenfelsbahn für die letzte Fahrt ins Tal bereit gemacht. Es lief eigentlich alles soweit normal. Und bei der Talfahrt ist der Lokführer wohl etwas schnell angefahren. Jedenfalls wurde plötzlich abrupt gebremst. Und das hat natürlich die Zahnstange nicht ausgehalten. Er hat sich durchgedrückt und in dem Moment setzten beide Zahnräder der Lok, die miteinander verbunden waren, auf und rutschten über die Zahnstangen weg. Damit was passiert. Und als die Schranke hochging und wir auf dem Weg zum Bahnhof gingen, hörten wir plötzlich ein fürchterliches Geräusch. In der nächsten Kurve wurde die Lok aus den Schienen geworfen, prallte gegen einen Baum, blieb aber mit der Frontseite, mit dem Puffer auf den Schienen drauf und warf jetzt einen Wagen nach dem anderen raus. Und meine Mutter, die zitterte am ganzen Leib. Da haben wir gesagt, Mama, warum hast du denn so Angst? Was ist denn los? Was ist das überhaupt? Da sagte sie, die Bomben fallen wieder. Oben auf dem Drachenfels liegt der zerstörte Zug. Die ganze Nacht sind Hunderte von Rettern im Einsatz. Ja, und da gab es natürlich dann im Endeffekt 17 Tote und doch eine Reihe Verletzter. Wer Ruhe sucht, für sich sein will, ob nun allein oder zu zweit, der geht am besten runter zum Fluss. Das wissen die Jugendlichen am Rhein. Und so erlebt es auch die junge Ulla Hahn. Wo man sich verbarg, wo die ersten Liebesgeschichten anfingen, das war am Rhein. Es war für alles, was intim war. Egal, ob das jetzt mit einem Mann war oder mit einer Freundin. Wenn man sich wirklich etwas anzuvertrauen hatte, ging man nicht in die Eisdiele, sondern man ging an den Rhein. Und so war das auch mit den Jungs. Wenn man mit dem nichts vorhatte, ging man Eis essen. Wenn man aber mehr vorhatte, ging man erst Eis essen und dann an den Rhein. Das ist in Monheim so und in Bonn ist das nicht anders. Nach der Chorprobe geht die junge Dorothea mit ihrem Bekannten spazieren. Wir gingen also Richtung Rhein und es war wunderschön. Und und wir waren natürlich so verliebt. Und da fragte er mich, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so üblich ist, er fragte mich, darf ich dir einen Kuss geben? Ich war also völlig hin und weg. Mein erster Kuss. Ich hatte ja keine Ahnung vom Küssen. Das ist ja nicht wie heute im Fernsehen, wo schon im Kinderprogramm da alles gezeigt wird, ne? Doch die Romantik steht unter Zeitdruck. Ja, es war 20 vor 10 und ich sagte, ich muss aber gleich nach Hause. Naja, es dauerte ja so lange auch nicht. Und dann sind wir nachher nach Hause geeilt, die Treppenstufen hoch. Man musste erst mal hoch. Und dann schnell nach Hause. Es war eine Minute vor 10. Es war auch schon das Licht angemacht von meiner Mutter.
Da achtete sie nämlich drauf und um 10 Uhr drückte ich dann auf die Schelle und kam also pünktlich nach Hause an und muss wohl ziemlich verklärt ausgesehen haben. Sie sagte nur ein Wort. Aha. Ein Abenteuer ganz anderer Art. Frühsommer 1966. Eine Walfangflotte auf der Jagd nach Moby Dick, dem weißen Wal, der sich in den Rhein verirrt hat. Den habe ich gesehen, ja. Des Öfteren. Heinz Hell und seine Freunde sind elektrisiert. Der weiße Wal ging rein hoch. Und dann sahen wir dann damals die Wasserschutzpolizeifahrzeuge, Bundeswehr und Zollboote, Dr. Gewalt, der Zoodirektor von Duisburg mit einer Harpune vorne drauf. Er wollte ihn ja betäuben und hätte ihn ja gerne in Duisburger Zoo gehabt. Und dann sind wir dann hochgefahren. Dann tauchte er dann auf, alle Boote auf den Punkt hin. Als die Boote dann da waren, dann konnte man die Walfontäne wieder auf der anderen Rheinseite sehen. Also der hat sie ganz schön verarscht. Es ist tatsächlich sehr schwer, an das Tier heranzukommen. Es ist eben so, dass er immer mal 2, 3 kurze Sekunden lang auftaucht und dann ist er wieder für eine Viertelstunde unter Umständen verschwunden. Dann haben natürlich alle gewartet, dass er vorbeikommt und neue Meldungen immer gehört. Da soll er gesehen worden sein. Jetzt war er in Rheindorf. Ich meine, damals hatte man noch keine Handys, konnte man sich also noch nicht so verständigen und sagen, hey, wir haben ihn gesehen, er muss gleich kommen. Wochenlang ist das ganze Rheinland in Aufruhr. Massen ziehen an den Fluss. Da wurden viele weiße Wale gesichtet zu der Zeit. Also ich glaube, jeder, der irgendwie eine kleine Macke hatte, der hat den weißen Wal mal wieder gesehen. Also ich habe nicht im Original gesehen. Ich habe neben einigen gestanden, die sagten, da ist er. Aber ich fand, das hätte auch irgendwo ein Baumstamm oder was sein können. Also da wurden viele Wale gesehen. Nach 4 Wochen ist der Spuk vorbei. Der ist ja dann später wieder rein abwärts und der Schleusenmeister hat ihn abgeschleust und tschüss. Der Rhein spült manches an Land. Treibholz, Muscheln, Steine. Die Kinder finden am Ufer immer wieder Aufregendes. Da lagen doch da am Rhein immer diese kleinen Schläuchelchen rum, diese durchsichtigen. Und manchmal war da vorne noch sowas drin wie Spucke. Das wurde gesammelt und an kleine Stöckchen gebunden. Und wer die meisten gefunden hat, der hatte gewonnen. Und einmal, das weiß ich auch noch, da gab es ein Riesengeschrei, kommt mal alle her, kommt mal alle her. Und da lag an so einer Kribbe verfangen, hatte sich da, ja, das war eine Leiche. Die hatte auch noch so ein paar Fetzen an. Ich meine, da wäre auch noch ein Schuh gewesen. Aber was ich noch deutlich sehe, war, dass Aale aus dem Kopf rauskrochen. Die Geheimnisse des Rheinufers. Sie locken an einem Sonntagnachmittag 1972 auch den kleinen Jost Kronenberg und seine Schwester. Doch aus dem Spielausflug der Geschwister wird ein Drama. Jost findet sich im Krankenhaus wieder, obwohl er doch nur mit seiner Schwester Steine sammeln wollte. Zwischen diesen beiden Krippen haben wir damals auch gespielt. Wir hatten auch ähnlichen Wasserstand wie jetzt und heute. Und so im hinteren Bereich dann irgendwo haben wir dann im unterspülten Bereich haben wir dann einen Stein gefunden, oder überspülten Bereich einen Stein gefunden, den ich mir halt dann in die Tasche steckte und der dann doch angefangen hat zu brennen. Der schöne, rötlich schimmernde Stein war kein Kiesel, sondern reines Phosphor, wie das Landeskriminalamt hinterher feststellte. Doch das wussten die Geschwister natürlich nicht. Und dann? Da hat sie gefragt, ob ich den nehmen kann. Und da habe ich gefragt, da habe ich gesagt, wo soll ich ihn denn hin tun? Da hat sie gesagt, eine Tasche. Da habe ich ihn in die Tasche getan. Spektakuläres, ich sag mal so, diese Größe. Und dann war der halt rötlich gefärbt, roch sehr intensiv. Und das war er halt, dann war der richtige Stein. Dann habe ich den richtigen Stein gefunden. Ne? Und durch die Wärme in der Tasche entzündete sich das Phosphor. Aber da waren wir erst eine Zeit weg. Waren wir erst da hinten auf so einer Sandbank. Und dann sind wir zurückgegangen und da fing er an. Und dann kamen dann 2, ich glaube, waren 3 Leute zur Hilfe.
versuchten halt auch handmäßig die Flammen auszuschlagen, ich selbst natürlich auch, gelang aber nicht. Und dann haben die mich halt in den Rhein gestellt und dann halt Sachen weg und dann war der Brand natürlich gelöscht. Von den Munitionsresten am Rheinufer wird Jost so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik muss. Und dann hat man mich freitagsmittags mit einem Rettungswagen stellenweise mit Blaulicht und Martinshorn nach Ludwigshafen gefahren. War für mich als Kind damals schon ein verrücktes Erlebnis, weil ich dachte mir, ist ja total verrückt jetzt hier. Fährst hier mit dem Rettungswagen durch die Gegend und von einer Stadt zur anderen, weil das ist ja natürlich irgendwo schon etwas aufwendiger gewesen. Wer den Fluss als Kind liebt, liebt ihn für immer. Und er gibt diese Liebe an seine Kinder weiter. Rolli Brinks besingt mit seinen Söhnen Peter und Stefan die Ringpromenade, die Rheinpromenade. Die Ringpromenade, die ist voll nett. Bevor sie zu Kölsch-Rockstars wurden, haben die beiden am Rhein viel erlebt. Peter und Stefan, die sind ja mit den Kajaks gefahren, ne? Und immer eifrig. Ne? Denen ist der Rhein was sehr Vertrautes gewesen. Ne? Die Jungs sind 11, 12 Jahre alt, als ein Kajaktrainer ihnen die erste Paddelstunde gibt. Sind wir zum Bootshaus gefahren, hat jeder am Boot gekriegt, eine Schwimmweste. Und dann hat er uns zwischen dem Bootshaus und dem Ufer ins Wasser gesetzt und wir sollten flussaufwärts fahren. Das war anstrengend, aber da war ja das Bootshaus. Dann kommt der Brückenpfeiler, dann sind wir um den Brückenpfeiler rum und in den Strom raus und zurück. Und wenn du dann um den Pfeiler kommst, erstmal drückt dich der Rhein gegen den Pfeiler, das ist ein Steinpfeiler, da kriegst du erstmal so die Düse. Und wenn du dann im offenen Wasser bist und der Rhein drückt, dann siehst du, was der für eine Kraft hat, wie schnell du weg bist. Das war Abenteuer, da auf dem Rhein rumzupaddeln. Man durfte dann in so einem Boot sitzen. Man hatte zwar Schwimmweste an, aber da kannst du ja schnell absaufen. Ne? Und da haben wir dann am Anfang trainiert. Daher weiß ich auch, wie der schmeckt und riecht, der Rhein. Das ist sehr ekelhaft gewesen. Bald paddeln die Jungs sicher mitten auf dem Strom. Ging aber nur so lange, bis ich die erste Freundin hatte und angefangen habe zu rauchen. Dann war die Freundin interessanter. Doch auch für die Liebe findet Peter ein lauschiges Plätzchen am Rhein. Wir haben eine Zeit lang in Flittert gewohnt. Und da habe ich auch Freundinnen gehabt. Also meine ersten Freundinnen, da haben wir oft irgendwie am Rhein da rumgefummelt und geknutscht und so. Doch, da konnte ich auch keiner sehen. Da waren hohe Gräser, da konnte ich ins Gras legen. Und dann war sie verschwunden. Ich war jetzt noch bei meinem Geburtstag mit meiner Frau in Rheinterrassen, da haben wir auch geknutscht. Die Kindheit am Rhein, sie lässt einen nicht mehr los, ein Leben lang. Der Rhein ist mein Sehnsuchtsstrom. Wenn ich mir schöne Bilder vorstelle, dann hat das wirklich immer was mit dem Rhein zu tun. Beim Rhein habe ich als Kind und heute noch manchmal Herzklopfen.